kleine Info am Anfang. Ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Wir sind heute wieder auf dem A5 Community Server. Dieses Mal ist es auf jeden Fall etwas anders, denn dieses Video wird eine Fortsetzung bekommen. Bex und ich, wir sind auch nicht alleine unterwegs, wir kriegen Verstärkung von unserem guten Percy. In dieser Folge spielen Autos eine Riesenrolle und nicht nur, dass wir sie aus den Autos rausschießen, nein, sie wollten uns auch noch knallhart überfahren. Ich sag's gerade, ich habe das Gefühl, dass du heute überfahren wirst. Ist der Fahrer? Ja. Ich hab den Beifahrer. Zombie. Hinter mir ist ein Bambi. Ich bin in der Halle, wo bist du? Der am Schuppen ist tot. Was passiert hier? Was passiert hier? Nachdem der Weg zu Percy natürlich nicht schon schwer genug war, wollten wir nach Kamishovo und dort sind wir auch noch in einen Hinterhalt geraten. Ich habe 2 Schnittwunden, ich komme wieder hoch. Scheiße, ich bin tot. An dieser Stelle würde ich jetzt sagen, lehnt euch zurück, schaut euch das Video bis zum Ende an, jetzt geht's los. Immer noch der Lehrer. Ja, und ich habe keine Militärklamotten, das ist absolut ekelhaft. Sieht aus wie ein Penner. Du siehst aus wie ein Penner. Verdammt. Das heißt, dann machen wir uns jetzt erstmal entspannt auf den Weg Richtung Percy, ne? Über ein Auto. Ja, die letzte Folge hat's gezeigt, ne? Autofahren geht nie gut. Nun, Percy, wenn du vielleicht guckst, wenn du spawnst, vielleicht Berezino irgendwie da oben. Mhm. Sochniki würde auch schon reichen, ne? Ich mach mir direkt erstmal schon wieder Ice Survive auf. Weil die ganze Karte habe ich alles noch nicht so auswendig im Kopf. Achso. Was sagt denn dein Gefühl heute? Was ist denn heute für ein Tag? Ein guter oder ein schlechter? Ich habe noch gar nicht so über mein Gefühl nachgedacht. Wenn du mich jetzt so drauf ansprichst. Ich glaube, wir werden heute sterben. Ach Quatsch, ihr habt vielleicht gute Unterstützung. Ich opfere mich zur Not fürs Team. Perfekt, Kugelhagel reinrennen, das ist immer gut, solche Leute brauchen wir. Ich sag's dir, heute wird's wieder ganz widerlich. Entweder wird's eine Granate, oder der hängt irgendwie im Busch oder so. Und, ja. Auto von hinten. Ich sag's gerade, ich habe das Gefühl, dass du heute überfahren wirst. Sag sowas nicht. Bex. Ist der Fahrer? Ich hab den Beifahrer. Ey, hab ich den Fahrer erwischt oder warst du das? Ich glaube ich. Gute Frage. Als ich geschossen habe, hat Blut gespritzt. Ich weiß nicht, ob du das warst. Vor allem, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass du überfahren wirst. In dem Moment denke ich ja, komm, guck ich mal nach hinten, kommt ein Auto gefahren. Gott sei Dank. Ja, das würde mich jetzt interessieren, wer hier wen gekillt hat. Also ich weiß, Beifahrer. Ich glaube, du hast beide. Safe ich. Weil ich habe so ein bisschen vor das Auto gezielt, weil ich zu weit links stand. Auto? Boah, die Drecksau. Boah, du hast mich fast noch blockiert. Die Drecksau, sorry. Das war nicht meine Absicht, Bex. Alles gut. Oh, Junge, das ist ein Spiel, mir geht die Pumpe, als hätte ich im Real Life, als wäre ich bei der überfahren worden. Yes, es nicht. Was geht hier ab? Noch eine M4? Ich könnte einen Percy, kann ich dir noch was mitbringen? Eigentlich findest du alles, was du brauchst. Jetzt muss ich aber mal abspeichern, wie knapp das war mit dem Auto. Heidewitzka. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ich sitze da und loote den und ich höre so das Auto. Ach du Scheiße. Ja, wir stehen jetzt looten oder was? Ja, ich stell... Ne, warte mal. Nicht, dass die da vorne Halt gemacht haben, Bex. Das war nur einer. Oder? Ich scope mal darüber. Nicht, dass die irgendwie da oder der Halt gemacht hat.
Ich wäre fertig. Okay, ich check ganz kurz den hier noch. Wäre halt schon gut, ne, für Percy gleich eine M4 mitzunehmen. Das würde mich mega freuen, wenn ihr eine gute Waffe für mich habt. Deswegen, ich habe zwar eine LIA auf dem Rücken. Ich könnte dir auch meine M4 geben, hätte ich keinen Schmerz mit. Ich kann bloß nichts mehr einpacken. Ich hab eine M4. Alles klar, let's go. Oh shit, aber egal wer die erwischt hat im Auto. Zweiten hast du ja erwischt. Aber ja, das war absolut stark schon wieder hier an dieser Stelle. Und die wollten, okay, die wollten uns nicht überfahren, aber der zweite wollte uns überfahren. Das definitiv. Ich habe jetzt nur Schiss, dass er da vorne auf uns wartet. So, wir haben neue Feinde auf diesem Server, liebe Leute. Die wollen uns tot sehen wahrscheinlich. Aber siehst du, das kann uns im Auto auch passieren. Deswegen fahre ich ungern mit Auto. Nee, also sowas kann... Dann müssten wir ja genauso gute Spieler treffen, wie wir sind, Bex. Das ja, ist doch absolut das unwahrscheinlich. Nicht. Das gibt's nicht. Da oben ist doch auch eine Baracke, ne? Sollen wir da oben mal ganz kurz hin, ob ich vielleicht eine Militärhose kriege oder so? Wieso denn? Spieler vor uns! Spieler vor uns an der Baracke! Zwei Stück, zwei Stück! Haben die uns gesehen? Ich glaube ja. Einer ist in die Baracke, läuft jetzt wieder raus, siehst du ihn? Ist nach links gelaufen, Richtung rotes Tech-Gebäude. Gerannt oder normal? Der ist gerannt. Also direkt hinter diesem großen Tech da. Scheiße, die können halt auch links abhauen, ne? Ich push mal kurz ein bisschen weiter links, guck mal hier, ob ich was sehe. Oh, ist das gefährlich. Ich habe keinen Blick dort drüber. Ich komme mal zurück zu dir. Ich guck gerade echt nur links, aber da ist mir dieser Schuppen im Weg. Die könnten da richtig schön sauber hinter der Mauer uns von links übel flankieren. Oh ja, hier liegt auch ein Zombie. Oh shit. Das ist suboptimal, liebe Leute, was hier gerade passiert. Beim Bahnhof ist was auf dem Dach links gewesen. Mit dem kleinen Vordach links war das ein Zombie. Hast du da einen Blick drauf? Zombie. Hinter mir ist ein Bambi. Ja. Der Bambi kloppt sich gerade gegen Zombie hier. Ich glaube, der ist jetzt in die Halle. Oh, Spieler kommt. Schuppen, direkt am Schuppen. Ich bin in der Halle, wo bist du? Der am Schuppen ist tot. Okay, stark, ich bin hinter dir. Ja, der Bambi hier, der nervt mich gerade ein bisschen. Was will denn der von mir? Keine Ahnung. Ich zeig dir mal ganz kurz, dass alles cool ist. Hallo. Schuss auf mich. Irgendwo von wo? Von rechts. Irgendwo von rechts, neben der Halle. Ich weiß nicht, was der Bambi hier vorhat. In der Lagerhalle? Nee, rechts. Immer noch rechts. Lass weg pushen. Ja, ich hab hier eine Schnittwunde. Ich muss hier hinter. Ich bin bei dir. Oh Scheiße, da werden wir aus jeder Richtung angeballert. Was ist hier los, liebe Leute? Und der Bambi folgt uns wahrscheinlich. Was ist das für eine Waffe, was der hat? Ich weiß es nicht. Wenn der Bambi jetzt nochmal kommt... Bro, ich möchte echt freundlich sein, aber... Kann ich dir vertrauen? Bist du ready? Ja. Yeah. Wir könnten entweder abhauen oder wir könnten hier rechts hinter die Mauer. Ah, aber dann sind wir mitten auf der Straße. Ist auch nicht geil. Nee, komm, lass weg. Den einen am Schuppen, den habe ich weggesniped. Und das müssten... Sollen wir in die Waldlichtung verschwinden? Ja.
Ich bin dead. Ich wurde weggesniped. Ich hab den Schuss noch nicht mal gehört. Ach du Scheiße, was ging denn hier ab? Wo bin ich denn jetzt? Kamenka. Aber von wo? Ich bin dead. Hä? Vollsprint. Nein, Zickzack laufen. Scheiße. Hä, was war da los, Alter? Wie kann der mich erwischen? Das absolute Action hier schon wieder. Man kennt's. Ich bin Kamenka. Ich bin direkt am Helikopter. Also das war... Ja, vor allem... Es war einmal der mich schon mal getroffen hat. Ich würde gerne mal wissen, was das für eine Waffe ist, weil du habe ich noch nie gehört, den Ton. Weil, keine Ahnung. Und der hat mir immer nur ein Viertel Leben abgezogen. Ja, aber der, wo mich gekillt hat, das war ein One-Shot. Also da habe ich den Schuss noch nicht mal gehört. Ich habe ihn bei dir noch nicht mal gehört. Aber ich will ja nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Ja, ist deine Schuld. Was sagt denn dein Gefühl heute? Was ist denn heute für ein Tag? Ich glaube, wir werden heute sterben. Na klar, der Teufel ist mal wieder schuld. Ich habe den Teufel an die Wand gemalt. Ah! Geil. Jetzt bin ich so ein Dussel wie alle anderen auch, die gleich nach Poblovo reinrennen, anstatt abzuspotten. Aber ich habe halt echt nichts. Ich habe keine Waffe, gar nichts. Okay, ich bin drin. Sollen wir uns dann Pavlovo-Richtung treffen, oder? Ja, ich hab Cerno spawn. Ich bin jetzt los. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt gerade gespawnt bin. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Ich habe mich natürlich in Pavlovo wieder militärisch ausgerüstet. Bex ist auch direkt nach Pavlovo gekommen. Wir haben dann beschlossen, dass wir direkt nach Zeleno laufen. Aber so wie es bei Daisy ist, ist dann natürlich die Nacht hereingebrochen. Wir haben dann nachts über auf Percy gewartet und zusammen sind wir dann wieder in Richtung Kamenka gerannt. Ah doch, Spieler. Ja, und vor, rennt was, direkt, ja. Direkt vor uns. Ist jetzt an dem... an einem rot-grünen Jamaika-Haus. Ja, nee, genau. Das war kein Zombie. Eine Waffe auf dem Rücken. Oh, okay. Dann habe ich falsch gesehen. Wurde auch getriggert jetzt von rechts. Ich push mal einen Ticken weiter nach links, bin hinter dir, Bex. Im roten Backsteinhaus ist er. Hab ihn, er hat auf mich geaimt. Ja? Ja, er ist dead. Nice, Zombie-Aggro kommt auf euch zu. Ich hab nicht mal den Schuss gehört. Vorsicht, Vorsicht, nicht dass der, nee, da sind mehrere. Der hat auf mich geaimt. Seh keinen mehr. Der war links neben Rot-Grün. Okay. Boah, was wollen die Zombies denn jetzt von mir, bitte? Na, ich push mal ein Stückchen zurück. Ich habe kein Messer ausgewählt. Warte, ich komme und helfe schnell. Schießen. So geht's auch. Ich schieß, ich laufe jetzt ganz nach links. Also es waren mehrere. Hast du noch zwei gesehen oder nur einen? Ne, nur einen. Der war auch wieder an einem rot-grünen. Der war so ruhig, weißt du. Ich glaube, der hat auf mich geaimt. Ich hab aber nicht zu ihm geaimt. Ja. Backsteinhaus. Ich sehe ihn gerade da drin laufen. Auf einmal zieht er die Waffe und aimt aus dem Fenster direkt auf mich. Ja, das ist meine Folge. Ja, komm. Let's go. Bisschen aufpassen. Ja, hier hinten liegen Zombies tot.
Hinter, ich bin bei euch. Wieso macht der die Türe bei mir nicht zu? Jetzt klaut er mir den Helm. Alles gut. Hier, deiner. Der hat ein Nachtsichtgerät, deswegen hier, deiner. Ja, hier ein Nachtsichtgerät kann ich auch droppen, falls du das siehst. Echt? Du brauchst halt dann nur ich den hab Helm. Ich hab nur keinen dazu. Helm, ja. So, besten wieder hier raus aus dem Haus. Ja, der ist safe hier nach hinten gepusht, müssen wir ein bisschen aufpassen. Boah, ist das ekelhaft. Zombie links, Vorsicht. Oh. Ja, das sind ganz schön viele. Ich bin da mal weg. Der Bahnhof geht absolut ab. Weißt du, was ich jetzt mache? Auto? Bei uns? Auf der Straße? Ja. Absolut verkackt, würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Ich weiß natürlich die ganze Küste, dass wir kommen. Wo war denn jetzt der Brunnen? Der war hier vorne. Hier. Hast du noch eine Feldflasche, Luca? Nee, ich habe nur noch zwei. Eine, glaube ich, oder? Der wurde mir gerade nicht angezeigt. Ja, hab nur noch eine, warum? Brauchst du noch? Ja, hätte, aber alles gut. Ich hab auch noch so was zu trinken, glaube ich. Oh ne, doch nicht. Ich hab jetzt auch nur eine Feldflasche dabei, sonst würde ich dir eine geben. Trink einfach kurz und hoff, dass ich nicht weggesniped werde. Ne, ich bin da. Auto! Auto, Auto! Kleiner Scheiße. Was passiert hier? Was passiert hier? Warum stirbt er dich? Der ist schon tot. Achso, der ist schon tot. Das Auto fährt einfach weiter, vorsichtig. Nicht ins Auto kommen, sonst seid ihr auch tot. Was macht der? Oh, ganz viele Zombies kommen. Oh, lass abhauen, weg hier. Weg. Ich kann nicht springen. Ich wusste es. Alter, der Arme, wie der zerrotzt wurde. Man sieht nur noch so das Blut. Batz. Schüsse? Ich war das. Sind hier alle Zombies hinter mir. Oh Gott. Lass mal Tech-Gebäude nach hinten, oder? Jetzt ist gut, keine Zombies mehr. Alter, was ging denn da jetzt bitte an? Was haben wir mit dem getan, verdammte Kacke? Der hat ein ganzes AK-Magazin von mir abbekommen. Bei mir wollte erst die Flasche gar nicht so schnell rumswitchen. Wow. Okay. Gut, komm mal Action. Ich sehe gerade nichts. Auch nichts gesehen. Na gut. Na gut. Komm mal zurück. Ich habe nur noch 28 Schuss für die KA. Ja, ich bin auch leer. Ich bin auch ein bisschen out of ammo. Eine Bewegung gesehen. Jetzt darf er sich aber auch warm anziehen. Auf der Police, glaube ich. Ist wieder reingegangen. Glaube ich, kann sein, dass ich glaube, da hinten sind die Zombies auch ein bisschen gerade gepolt worden. Die rennen gerade ziemlich doof rum. Weil die Tür ist so halb hinterm Baum bei mir, deswegen ich bin nicht sicher, ob das was war.
Na, warte mal, ich move mal ein bisschen weiter nach links. Ich bin ziemlich weit vorne. Schienen entlang. Hier liegen Chucks. Geh mal ein bisschen nach vorne. Ich bin jetzt Richtung Bauwagen erstmal. Also oben Police sehe ich jetzt nichts mehr. Ich bin immer einfach im roten Haus. Nee. Spieler vor mir! Hab ihn ist schön. Down. Ich hab ihn auch nochmal getroffen. Ich blute einmal. Ja, Auto, also da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Die geht's gut? Da ist ein Auto. Bis, ach, bis das auf ist immer noch das. Ja, ich blute noch einmal. Ja, okay. Komm hier hinter zu den Schienen. Warte, ich, oh, ich liebe die Mosi, ne? Das war der auch, das war dieselbe Waffe wieder. Das würde mich interessieren, auf was der geschossen hat. Ob der eigentlich nur die Leute anlocken wollte oder. Ja, auf Zombies geballert hat. Das würde mich auch interessieren. Aber den würde ich kurz looten gehen. Ich war schon dabei, ich habe mir eine M4 geschnappt. Ja, ich brauche unbedingt M4 Munition. Ja. Wenn der Mosin Muni hat, auch mal mitnehmen. Ah, Bex, ich habe Mosin Mun für dich. Okay. Ich kann dir gern nochmal was droppen. Ey, das Auto gibt immer wieder Gas zwischendurch. Der hat nochmal Tetras. Mosin Mun nehme ich dir mit. Hat VSD-Magazine, as fuck. Dann nehme ich noch eins mit. Oh, hier ist noch ein 60er Mac. Nehmen wir auch noch mit. Ja, was schneller mit dem anderen. Ne, warte, ich droppe dir das gleich wieder. Lass kurz zurück. Ja, lass mal hier weg. Dann kommt das mit dem Auto da ein bisschen ungeheuer vor noch. Kleine Info hier am Rande, nachdem wir in Balota und Balota Airstrip niemanden mehr getroffen haben, wollten wir uns natürlich auf den Weg nach Kamishovo machen. Aber wie soll es auch anders sein, wir wurden auf dem Weg aufgehalten. Auto, direkt vor uns. Seh's. Da schießt ihr? Nein. Da schießt noch jemand auf dich. Ja, lass mal Deckung geben, Deckung. Da oben im Haus ist einer. Im Haus. Oh. Erste Hochhaus hier. Ich habe einen durchglitschen, also durch eine unsichtbare Wand gesehen. Oh, ich bin hinter der Mauer, Leute. Der ist auf jeden Fall da, wo ich jetzt rein aime. Ganz oben auf dem Dach oder auf dem Balkon? Nein, der ist mittendrin. Zweite Etage von oben. Wo ist denn der Autofahrer hin? Der hat sich verpisst. Okay, nicht, dass der jetzt gleich hier von rechts irgendwie uns pusht. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach rechts. Ich sehe den leider nicht im Hochhaus, ich bin weiter links noch. Ja, das Haus wurde gerade nicht Ich höre das Auto wieder. Es kommt. Ja, Auto kommt. Ist jetzt direkt vor uns auf der Straße. Hab ihn. Ist tot, ja. Okay, Vorsicht. Ich habe nicht mal deinen Schuss gehört. Doch, ist schon. Ohne Schalldämpfer. Zombies kommt, Zombies kommt. Ja. Ich habe den Schalldämpfer immer ab, weil dann die Waffe zu lang ist. Aber mit Schalldämpfer hast du weniger Rückstoß. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du irgendwo in der Mauer stehst und dann die lange Waffe hast, ist das eben nicht im Vorteil. Der halt absolut keinen im Hochhaus, ne? Der ist innen drin. Ja, ja. Der ist innen drin. Ich eben gerade die Vorderseite ab. So die ganzen Ensemble kommen so irgendwie. Ich geh jetzt auch nicht zum Auto hin. Weil die Schalldämpferschüsse vorher. Beim ersten Mal beim Auto, das war keiner von uns, ne? Nee. Nein, das war keiner von uns. Ja. Ich glaube, das waren die nämlich im Haus drin, also der eine. Na gut, müssen wir mal aufpassen, wie viele das sind, nicht, dass es mehrere sind. Oh, ich fühle mich halt hier so unsicher, ne? Das ist eine Schneise, die uns... Ja. Ich würde sagen, ich versuche in das Haus reinzupuschen. Boah, können wir machen, ne? Ja, wir können es probieren. Sollen wir Ingame-Chat gehen? Ja, also wenn wir da davor stehen, aber erst, wenn wir safe sind, Leute. Okay. Okay, ich versuche mal rüber. Ich renne auch rüber. Oh mein Gott. Ja, Switz, geht's los. So, liebe Leute, da ist einer in diesem Hochhaus und wir versuchen den jetzt natürlich zu pushen, aber nicht gleich zu töten, liebe Leute. Wir wollen ja ein bisschen Freundschaften schließen. Ich denke wieder an das Gute in den Menschen. Ja, hier ist einer. Ich habe was gehört. Türen gehen auf. Gehen wir im Chat.
Hey Bro, hello? Hello dude? What's up bro? Can you hear us? Hello? Hello? Come on, talk with us man. Der ist auf jeden Fall hier, der hat eine Tür aufgemacht. Tür war ich. Mhm. Entweder ist er jetzt du oder eine Tasche hier. Ich bin hier ganz unten dran. Ich bin bei dir, Bex. Hey Bro, hey, you wanna talk, man? Talk? Sorry. No talk, no life, no? Die Tür ist abgeschlossen bei mir. Der ist hier. Der ist hier. Wie hoch bist du? Kommt einfach hoch. Hier, auf der Etage, oder was? Ja, ist abgeschlossen. Hey, Bro! Warte mal, nicht, dass der abgesperrt hat und weiter oben ist. Du bin ich. Hey, Bro, you wanna talk, man? We can do it friendly, man. Maybe we can help each other? Ich kann die auch aufschießen, ne? Achtung. Bis auf. Ich hab nur Schiss, dass der oben ist, dass er uns verarscht. Ich kann mir vorstellen, dass der sich ausgelockt hat. Hey Bro, last chance, man. Hey Dude, come on. We don't want to kill you, man. Der ist nicht mehr, oder? Hier oben ist auch noch eine Tür abgeschlossen. Hier die? Ja. Ich guck nochmal weiter hoch. Hier oben auch. Safe, da liegt aber eine KAM drin. Den nehme ich immer, weil man. Ja, der hat sich safe ausgelockt. Was für eine Pussy. Oder ist oben auf dem Dinger. Sollen wir wieder in Dinger Party Chat gehen? Traurig hier vor die Munitionverschwendung an erster Stelle, ne? Meine M4 ist leer, ich habe nur noch 3 Schuss für die VSD. Ich musste leider gerade meine letzte Muni machen, um meine M4 Mac wieder voll zu machen. Hätte ich dir was geben können. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich Munition dafür passende habe. Bevor wir jetzt weiter rennen. Hä, das Auto ist leer. Ja, dann ist die Leiche schon despawned. Das kann doch. Ist hier auf dem Server schneller eingestellt, ne? Damit die Performance besser läuft. Ah, okay. Okay, dann würde ich jetzt sagen, auf nach Kamishobo. Dann mal gucken, was hier abgeht, ne? Jo. So, ich leg mich mal eben schnell ins Gebüsch. Ja, da geht's schon runter. Gegenüber auf dem Berg. Ja. Wollen wir links rum? Ja, lass versuchen, den Sniper zu pushen, oder? Genau. Kommen hier ganz links rum, hinten an der Scheune lang und dann holen wir uns den. Ja, lass uns dann wirklich High Ground haben, dass wir den dann richtig von hinten holen. Ich hab von hinten gesagt. Oh. Ich bin höher, Bex. Ich bin links von dir. Gut, Percy erkennen wir schnell mit dem orangen Rucksack da vorne. Ich brauch unbedingt einen anderen Rucksack. Also ich kann mir vorstellen, dass der da in dem Eck saß, wo wir auch manchmal sitzen, wo du auf die Police gucken kannst noch. Ja, Percy, wo bist denn? Also ich bin jetzt ganz oben auf dem Berg. Deswegen immer zusammenbleiben. Ja, das ist immer die Kacke, ey. Hast du eine Wanderung gemacht? Wo bist du? Ey, wisst ihr was? Hier bin ich. Oha. Okay, dann musst du noch rechts laufen. Rechts? Okay. Da läuft ein Bambi ganz oben auf dem Berg. Wo wir eben waren. Echt jetzt? Scheiße. Komm zurück.
Ich bin genau an dem Teil gerade unten. Der hat eine Waffe. Bex, ich komm hoch. Auf welcher Höhe bist denn du? Er aimt auf. Ich seh dich. Ich seh mich. Oh, hier sind zwei. Ich bin zurück. Rechts ist tot. Einer ist tot, einer ist tot. Ich hab zwei Schnittwunden, ich komm wieder hoch. Einer ist dead, ich weiß nicht, wo der andere ist. Scheiße, ich bin tot. Einen ich seh. Ich sehe. Ich hab zwei. Einen so arm gehittet. Das ist so schwer, wenn man sich trennt, Leute. Kacke! Mann. Das sind drei. Ich muss weg, ich habe eine Schnittwunde. Ja, ich guck, dass ich gut spawn. Scheiße. Oh shit. Also den einen rechten hatte ich, aber das waren noch drei. Ich brauche unbedingt Ausdauer. Scheiße, ich brauche eine Waffe, bei mir ist ein Gegner. Das ist natürlich die Frage, wo sind... Das waren auf jeden Fall noch drei, das waren vier. Einen habe ich gekillt, zwei habe ich gesehen und von rechts habe ich noch einen Schuss abgekriegt. Ja, ich wurde von drei Leuten beschossen. Konnte nichts machen. Jetzt wird's mich halt schon jucken, ne, darüber zu rennen irgendwie. Irgendwie die zu flankieren. Die safen bestimmt den Stuff von dem anderen. Ja, und halt auch mein Stuff, ne? Plus. Rechts bei mir. Wo ist der hin? Ich bin's noch nicht. Nee. Hätte ich gesehen? Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Ah ne, ich habe eine Leiche habe ich gefunden, wurde zerschnitten. Ah, und ich sehe dich da unten liegen, glaube ich. Lass mich mal gucken. Ja, zerschnitten und der hier ist auch zerschnitten worden. Also ich finde dich nicht, Bex. Ja, ich schieße jetzt mal. Ah, warte mal kurz. Okay, du bist ziemlich weit links. Ich habe hier auch noch eine M4. Ich pack die mal ein. Ja, ich seh dich. Ach, hallo. Hi. So, liebe Leute, nachdem wir dann natürlich versucht haben, Bex wieder seinen Stuff zu besorgen und natürlich von dem guten Percy auch seinen Stuff gesaved haben, haben wir uns natürlich erstmal hier aus dem Staub gemacht. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz einen Clip zeigen, was ihr in dem nächsten Video sehen werdet, da ich ja gesagt habe, dass diese zwei Videos zusammenhängen. Admin-Tätigkeiten nachgehen, würde ich dazu sagen. So. Admin-Tätigkeiten? Warum? Wer ist denn der Admin? Ja, wir alle. Was? Nein, der wurde gerade erschossen. Der da was hier liegt. Das war auch ein Admin. Oh, du hast einen Admin erschossen. Runter mit dir. Scheiße. Okay, ja gut, das konnte ich natürlich nicht wissen, ne? Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video heute gefallen hat und dass ihr euch natürlich auf das nächste Video freuen werdet. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich megamäßig freuen. Und wie gewohnt, liebe Leute, hier in der Endscene habe ich euch nochmal andere DayZ-Videos verlinkt. Schaut doch da einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr das eine oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.